Das ist der Grund, warum sich aktuell fast keiner mehr ein Eigenheim, eine Baufinanzierung für ein Eigenheim leisten kann. Und darüber werden wir heute sprechen. Ich werde euch ein paar Zahlen, Daten, Fakten und Berechnungsmethoden an die Hand geben, wie ihr selber für euch das Ganze ausrechnen könnt, ob ihr euch aktuell eine Baufinanzierung leisten könnt. Und wenn wir uns jetzt diese Statistik hier mal anschauen, das ist eine Statistik von Europace. Europace ist so die größte Vergleichsplattform, die es gibt für Baufinanzierungen, wo die meisten Vermittler und Vermittlerinnen ihr Baufinanzierungsgeschäft drüber abwickeln. Jeden Monat 35.000 Transaktionen im Schnitt und deswegen halte ich diese Statistik auch für sehr aussagekräftig. Und wenn wir uns hier die Zahlen der Einkommensklassen anschauen, dann wissen wir, dass aktuell für die meisten Einkommensklassen, für die Hauptkundenzielgruppe zwischen 2.000 und 5.000 Euro netto im Monat, aktuell keine Baufinanzierung einfach machbar ist und dass dieser Block zum größten Teil weggefallen ist. Und wenn wir uns jetzt die Einkommensklasse 5.000 Euro netto plus anschauen, dann sind das gerade mal 15-16%, die sich aktuell noch safe eine Baufinanzierung leisten können. Und alles, was an Einkommensgruppen darüber liegt, wird schwierig. Und das werdet ihr auch gleich feststellen, wenn wir uns die Zahlen, Daten, Fakten in einem Beispiel mal anschauen werden. Aber zunächst einmal ein wichtiger Hinweis. Wir unterstützen euch in Zukunft nicht nur bei der Baufinanzierung, sondern wir setzen früher an. Wir unterstützen euch schon bei der Immobiliensuche. Wir nutzen jetzt ganz neu ein Tool, was alle Vergleichsplattformen bzw. was alle Immobiliensuchportale miteinander verbindet. Für euch ist dieser Suchauftrag kostenlos und ihr bekommt, wenn ihr wollt, jeden Tag die neuesten Angebote aus eurer Region zugestellt. Ihr könnt da einen Suchauftrag einstellen, der genau auf euch abgepasst ist. Das Ganze ist kostenlos. Einfach Anfrage über unsere Homepage zum Thema Immobiliensuche, dann nehmen wir da Kontakt mit euch auf. Und für alle Baufinanzierer, die hier auf dem Kanal zuschauen, das Ganze könnt ihr natürlich auch euren Kunden anbieten. Dazu habe ich euch auch unten einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Das Ganze heißt ThinkImmo und so könnt ihr auch eure Kunden bei der Immobiliensuche unterstützen. Und jetzt steigen wir ein ins eigentliche Thema und im ersten Step, das ist jetzt wie gesagt eine ganz einfache Darstellung, schaut ihr einfach mal, was habt ihr aktuell an Einkommen? Und ich habe euch natürlich hierfür ein Beispiel vorbereitet. Beispielsweise hat der Ehemann 2.300 Euro im Monat, die Ehefrau verdient 2.000 Euro im Monat, dann bekommt ihr vielleicht noch Kindergeld, 219 Euro im Monat und dann haben wir insgesamt 4.519 Euro im Monat an Einkommen zur Verfügung. Jetzt könnt ihr natürlich schauen, was habt ihr noch selber an zusätzlichen Einnahmen? Habt ihr noch einen Nebenjob? Habt ihr eine vermietete Immobilie? Das könnt ihr natürlich nach und nach hier auch nochmal auflisten. Ich habe ein Video geplant, speziell zu diesem Einkommensthema. Was rechnet die Bank denn tatsächlich an Einkommen an? Weil diese Frage wird häufig auch unter den Videos immer wieder gestellt. Dazu ist ein Video geplant. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert natürlich auch gerne diesen Kanal. Also, wir haben auf der einen Seite die Einnahmen. Das könnt ihr natürlich 1:1 so übertragen auf dem weißen Blatt Papier für euch. Und wenn wir jetzt mal schauen, was habt ihr denn aktuell an Ausgaben? So, und da habe ich natürlich auch ein paar Beispielzahlen aufgeschrieben. Ihr habt beispielsweise eine Warmmiete im Monat von 1.000 Euro. Dann Lebenshaltungskosten 1.500 Euro. Essen, Trinken, Urlaub, Kleidung, bisschen Spaß. Kommt vielleicht bei dem einen oder anderen hin, mal mehr, mal weniger. Dann eine pauschale Ausgabe fürs Auto, 250 Euro im Monat, Versicherung, Steuern, Tanken etc. Dann Abos, Netflix und Co., Fitnessstudio, was es nicht alles mittlerweile ja an Abos gibt. Da habe ich, was habe ich da aufgeschrieben, 100 Euro im Monat. Und der ein oder andere hat ja auch von euch vielleicht einen Ratenkredit noch. Den nehmen wir auch mal. Ihr seht natürlich, das ist ein sehr individuelles Thema und hier muss natürlich jeder für sich selber seine Einnahmen und Ausgaben aufschreiben. Aber ich finde, das ist schon ein sehr realistisches Beispiel. Wenn wir dann mal einen Strich drunter machen,
Natürlich werden wir uns auch gleich die Mehrkosten für das Haus anschauen. Also wenn ihr dann eine Baufinanzierung abschließt, weil ihr ein Haus kaufen wollt. Und wir kommen insgesamt auf 3.150 Euro in Summe. Das heißt, wir haben hier eine Differenz von 1.369 Euro. Das ist die Differenz und das bleibt nach Abzug von Einnahmen, Ausgaben übrig. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert denn, wenn ihr euch jetzt für einen Hauskauf entscheidet und ihr wollt eine Baufinanzierung abschließen zu den aktuellen Konditionen. Und die aktuellen Konditionen, die liegen heute am 9. November 2022 bei ungefähr 4%. 4% plus minus, je nachdem wie viel Eigenkapital ihr einsetzt. Dazu rechnen wir eine monatliche Tilgung oder eine jährliche Tilgung von 2%. Dann geht ihr hin und rechnet das Ganze auf 100.000 Euro Darlehenssumme einfach mal runter. Das wären in dem Fall 6.000 Euro, die ihr jedes Jahr zu zahlen hättet. Ja, das Ganze durch 12 gerechnet, dann habt ihr eine monatliche Rate von 500 Euro pro 100.000 Euro Darlehenssumme. Wenn ihr jetzt 400.000 Euro Darlehen aufnehmen wollt, das Ganze dann mal 4 gerechnet, 4 mal 500, dann haben wir eine Rate von 2.000 Euro im Monat. Das ist aber jetzt nur die Rate, die ihr an die Bank bezahlt, ja, also für Zins und Tilgung. Ja, man kann hier bei der Tilgung natürlich noch mal ein bisschen ansetzen und die Tilgung ein wenig runterschrauben, aber ich möchte das Beispiel so realistisch wie möglich halten, weil 2% Tilgung ist, sage ich mal, immer so die Standardtilgung. Aber wie gesagt, aktuell lassen sich die Banken auch auf eine geringere Tilgung ein. Jetzt ist das aber nur die Rate, die ihr an die Bank bezahlt. Natürlich habt ihr noch Nebenkosten für die Immobilie zu bezahlen. Und da haben wir eine Pauschale, die ich jetzt einfach mal rechne, von 500 Euro im Monat. Versicherungen, Grundsteuer, Abwasser, Strom, Heizung, was nicht alles noch an Nebenkosten pro Monat oder pro Jahr bei der Immobilie hinzukommt. Hier rechne ich jetzt mal safe 500 Euro im Monat. Wenn ihr ein sehr energieeffizientes Haus habt, könnt ihr auch weniger rechnen. Aber wir wollen ja hier und heute so realistisch wie möglich bleiben. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann kommen wir in Summe auf insgesamt 2.500 Euro im Monat. Und dann haben wir ein Gap von minus 131 Euro im Monat bei dieser Beispielrechnung. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir können hier noch mal ein bisschen an den Einnahmen, an den Ausgaben rumspielen. Hier kann man vielleicht noch mal sagen, es kommt noch mal ein Nebeneinkommen hinzu von 520 Euro im Monat. Hier kann man vielleicht die ein oder andere Ausgabe auch streichen, zum Beispiel den Ratenkredit. Ja, man kann natürlich immer noch mal an so einer Einkommensberechnung ein wenig was tunen. Aber so ist jetzt heute erstmal Stand der Dinge. Und ja, natürlich steigt auch in Zukunft gegebenenfalls noch das Einkommen. Aber Stand jetzt ist das, was aktuell realistisch gerechnet werden sollte. Und wir haben in der Beratung nochmal einen speziellen Begriff, der nennt sich Probewohnen. Das heißt, wenn ihr euch eine Immobilie kaufen wollt, dann solltet ihr jetzt schon in der Lage sein, diese Mehrkosten von 1.500 Euro im Monat auch zur Seite legen zu können. Und da ist die Frage an euch, könnt ihr das jetzt, diese Mehrkosten im Verhältnis hier oben zu der aktuellen Miete, zu der aktuellen Barmiete, das kann natürlich auch variieren, könnt ihr euch das aktuell leisten? Eine ganz einfache Rechnung für euch heute. Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Könnt ihr euch das aktuell leisten? Wie seht ihr das in Zukunft? Hier kommt ihr jetzt zum nächsten Video. Die 5 häufigsten Gründe, warum aktuell ein Kredit abgelehnt wird. Die Banken haben ja ihre Vergaberichtlinien auch in den letzten Monaten stark angepasst. Darüber habe ich hier ausführlich in dem Video gesprochen. Hier könnt ihr uns jetzt eine kostenlose Beratungsanfrage senden. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.